Bevor ich jetzt aber irgendwelche Schätze jetzt einsammeln gehe, nochmal ganz kurz rausgehen. Ansonsten vergesse ich das. Nämlich die beiden, die kann man jetzt bestehen und studieren bzw. erkundigen. Oh. Was vorhin ja nicht ging. Ich mach's jetzt instant. Ansonsten, wie gesagt, vergesse ich das. Na, du. Da geht man mal auf den Berg. Das Berg, was gleich neben ihm liegt. Was hast du sonst, mein Guter? Verbesserten Angriff. Hol ich mir spät vielleicht mal. Eine schwere Klinge. Dankeschön. Dann ein Granatapfel, nehme ich auch sehr gerne. Und du? Oh, da gibt mir leider nichts. der Text ist allerdings sehr interessant. Na, du. Eine Mondklinge. Das ist nicht so gut, aber 55% Wahrscheinlichkeit auch nur. Ich meine, ich nehme sie mal mit. Ist ein bisschen besser als wie das Bastardschwert. Ja, wenn es gratis ist, nehme ich es halt gerne. Gut, aber jetzt suchen wir in Orlix Anwesen mal diesen Edelstein. Ach, ich mag diese Musik noch immer. So, erstmal sich hier umsehen. Ob es denn rumlucken, ob da irgendwas ist. Und ja, hier ist instant eine Kiste vorne, aber zuerst. Ja, das begutachten. Die Gegner hier sollten anständig sein. Wie das sieht, hier gibt es keinen Wegweiser, interessanterweise. Sonst gibt es immer so einen grünen Punkt, der mir zeigt, wo es hingeht. Aber in dem Fall nicht. So, hier war nichts, ne? Das sieht so aus, als wäre da rechts sein Durchgang, aber da ist nichts. Da ist nur eine Kiste. Und ja, das war's im Grunde. Nein, und hallo, liebe Gegner! Oh, das ist ein Ritter mit der Axt, kennen wir. Den Wächter. Und hier sind alles dunkle Sentinelle. Gut, dass ich nochmal gewechselt habe zu Ophelia. Denn ich glaube nicht, dass die eine Eisschwäche haben. Nope. Die sollten aber eine Lichtschwäche haben. Erstmal alles ausprobieren, sagt man so schön. Boing. Au. Wir sind hier nur hier, um was abzuholen. Liebe Gegner, wir sind dann sofort im Weg, versprochen. Ich mag doch immer den Schaden von Cyrus. Auch wenn es sehr viel FP kostet, es lohnt sich irgendwie immer wieder das zu sehen. So 2000 Schaden auf alle Gegner. Oder sogar 3000, wenn man nochmal boostet. Das ist schon ziemlich heftig. So, hier oben geht's weiter. Ich will eine Kiste haben. Gib mir eine Kiste. Apropos, habe ich die Fertigkeit von Cyrus an? Habe ich. Na ja, gut. Ich habe mir überlegt, dass ich Alfin offscreen entweder levele oder im nächsten Abschnitt. Im nächsten Story-Abschnitt. Irgendwann muss er auf Level 30 hoch. Tja. Hier wäre ein guter Ort, muss ich sagen, weil die Gegner hier sehr schnell weg sind und nicht viel aushalten. Und alle sehr ähnliche Schwächen aufweisen. Erstmal ein bisschen EP geben den guten Cyrus. Er braucht's ja. Das reicht. Boing. Erstmal alle anzünden. Zendel, Zendel. Oh, liebe Gegner. Ihr dürft euch gezündelt fühlen. Und zwar, bis ihr gebrochen seid. Joink. So, Therion. Zeigen wir mal den Gegnern hier erstmal unendlich viele Färben. Mehr oder weniger. Ja, das hängt davon ab, wie viele Gegner aushalten. Und ja, ich mach Schaden. Ja gut, AC-Erfahrungspunkte, ne, also hier ist wirklich kein guter Levelplatz. Es gibt bessere. Aber erstmal weitergehen. Damit Level mache ich sowieso offscreen, weil das dauert ein bisschen. Oh, jemand zu Hause? Also hier ist niemand. Ich glaube, das geht der Weg weiter, ne, aber ich schon mal da bin. Hallo. Oh, hallo, ist hier was? Ja, eine Kiste für Therion. Mit einem Blitzamulett. Naja, es ist sein Kapitel, also passt das auch irgendwie.
Aber nach meinem Geschmack sind ein paar Kisten ein bisschen zu viele. Gibt's. Und wenn man sagt, das Spiel sagt, hey, du brauchst unbedingt Ferien, um die aufzumachen. Na, was will man machen? Warum meckern bringt ja nichts. Zumindest nicht wirklich. Autsch. So, liebe Gegner. Ich glaube, nächste Runde cut ich. Weil ihr seht, ist nicht besonders schwer hier. Ach, überheilen das Grüßen. Oh, ich brauche FP bitte. Dankeschön. Hat zwar fast gar nicht gebracht, aber. Wink! Muss ich sagen, Ophelia macht auch langsam Schaden. So ist das. Ja. Da kann ich das von Zyrus auch aktiviert lassen, dass weniger gegenkommen. Komm ich ja schneller hier durch auf Kistensuche. Kisten, 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 Kissen. Was soll in den Krug da drin ist? Vielleicht ein Kaffee oder ein Tee und hier ist nix. Wow. Hat sich ja voll gelohnt. Gut. Aber nachsehen musste ich. Einfach weil. Man kriegt kaum Erfahrungspunkte und trotzdem hat Ophelia ein Level abbehalten. Yay! So, Kiste. Eine Marmelade nehme ich sehr gerne mit. Oh, das ist ein sehr großes Anwesen. Dafür, dass ein Forscher hier einen Stein erforscht. Komm, Speierpunkt, der ist nicht umsonst da. Und ich denke, immer hier unten ist was, weil hier so ein Licht reinscheint, aber nee, leider nicht. So, gehen wir zu Hause. Das ist also die Tür, die Barmen erwähnte. Ganz offensichtlich keine gewöhnliche Tür. Sieht aus für mich wie eine Tür. Ich weiß, was ungewöhnlich ist. Aber diese Kristallschüssel sollte helfen. Ja. Falls jemand fragt, es war offen. Und da ist er, der Kristall. Gefunden hast du ihn, aber du hast ihn noch nicht. Da ist doch jemand zu Hause. Tag auch. オルリック先生のお出ましか。噂を聞きつけて石竜石を盗みに来たのか。だが、この石の価値を理解できる盗賊風情が手に入れて良いものではない。 さては、バーラムの差し金だな。恩着せがましく、口やかましい、臆病なだけの男、バーラム。石竜石の研究をやめろ、やめろ。まったくうるさくてかなわん。バーラムね、この石は絶対に渡さん。 Doch. そうか。俺はその石の価値なんてどうでもいい。だが、元の所有者がその石を保証のため悪いと返しても。石油石は所有するにふさわしい知性と探求心を持つ者の手にこそあるべきだ。 それがあんた自身というわけか。そうだ。これは私の研究だ。誰にも邪魔はさせない。他の者は誰も信じていない。そういうものいいだな。ああ、その通りだ。それがどうした。他人を信じない。 その気持ちだけは理解できるかな。
Ich habe auch was zu tun. Und zwar, dein Stein zu nehmen, mein Guter. Gut, dann gib mal das Steinchen her. Ob du willst oder nicht. Erstmal alles weg von hier. So, wo sind die Elbezers, die Kleingegner. Und dann die Großen. Ich habe leider nicht gerade was dabei, was die Schwächen haben. Aber egal, man kann sie auch so wegnutzen. Es dauert dann nur ein bisschen länger. Erstmal heilen. So, dann hätte ich gerne Angriffsreduzierung auf den Orlik. Damit er weniger Angriff hat. Und dann gehen wir mal ein bisschen die Elementare durch und schauen, was die Elementarschwächen haben. In dem Fall Eis. Die zwei vorderen zumindest. So, gute Orlik nicht. So, einen Zeitschritt bitte. Dankeschön. Ah, da hat mir noch sowas kommt. Eine Erweiterung. So, daneben, daneben. Nächsten Angriffe von ihnen werden jetzt ein bisschen heftiger. Ja, ein bisschen. Aber noch im Rahmen. Bringt euch nichts. Wenn ihr einen großen Angriff habt, wenn ihr nicht angreifen könnt. So, Cyrus, bitte FP geben. Dankeschön. Und dann wird so richtig. Heute. Na, später vielleicht. Windig! Hat er mir Schaden gestellt? Ich hätte gerne ein bisschen FP. Ich hab so wenig. Ordentlich am besten. 56. Wow, das ist ordentlich. Oh. Darf ich, wenn die Leibwächter jetzt nicht sterben, dann wird's sehr böse. Aber ein guter. Erstmal rasten. Ja, rasten. Bisschen heilen für gute Dresser. Gut, soweit so gut. Hast du eine Stabschwäche? Ich weiß es nicht mehr. Aber angreifen ist immer das Beste. Gut, dann probieren wir es mal aus. Boing. Okay, keine Stabschwäche. Aber heilig! Oh mein Gott, ich hätte gerne mehr FP. Boing, boing. Aber bis jetzt chillig. Hält es ruhig und genießt die Show. Während der Rakete auf Ophelia drauf fliegt. Die arme Ophelia. Ich wollte eine Rakete ab. So, du brauchst mehr FP, mein guter Cyrus. Sehr schön. Kann nicht, dass du eine Speerschwäche hast. Ah, doch. Okay. Warte, du kommst jetzt dran. Dann ist der Rest dran, dann nochmal du. Ich versuche mal zu reflektieren, weil diese Magierakete ist ein magischer Angriff. Und das kann reflektiert werden. Heißt, er greift sich dann selber an. Wenn er auf Cyrus jetzt geht. Gut. Was würde ich sagen? Ich habe eine Idee, das will ich sagen. Für die Verteidigungsverlängerung. Oh. Cyrus. Ups. Nochmal nachsetzen. Cyrus, du heizt ihn ein. Der zeigt aber nur. Dann auf jeden Fall machst du eine kleine Heilung. Und dann wird mal ein bisschen genatzt. Heißt, ihr ein bisschen vorbereitet. Falls auf irgendein Blödsinn kommt mit Magie, um sich zu schmeißen. Oh, let's go! Und ich gebe B, E4 bitte. Bang, bang! Fjord macht ja fast so viel Schaden wie Cyrus. Das ist ordentlich. Bang! Das ist nicht ordentlich, das ist mega ordentlich. So, ein BB bitte für Ferion. Nächste Runde. Nein. Rakete. Ja. Reflektiert. Das geht auf ihn selber. Und wie viel Schaden er bekommt? Ja, das hängt davon ab, wie stark seine Magie ist. Das ist sehr lustig. So, sammeln. 54% schon. Ja, ich will ein bisschen mehr Geld haben. Money! Er ist eben 2000. Ja, ist ja besser gewesen, ihn zu brechen vorhin, aber. Wird ein bisschen länger dauern.
Wie ihr seht, das Reflektieren, das bleibt länger. Das bleibt so lange, bis man magisch angegriffen wird. Das ist richtig cool. Bang, bang. Und bis jetzt ist er nicht wirklich gefährlich, ne? Sogar ein ziemlich einfacher Gegner. Blup. Man sollte eigentlich auch früher her. Ah, Hallöchen! Er bündelt seine Energie für einen Mega-Angriff. Tja, macht das, mein Guter. Ich mache aber hier ein bisschen Wind. Dann. Na, mein lieber Zyrus, du brauchst mehr FP, habe ich gehört. Bitteschön. Ich weiß gar nicht mehr, ob sein Mega-Angriff magisch oder physisch war, sonst würde ich es jetzt durchgehen lassen. Aber lieber nicht. Boing! Ja, gebrochen, mein Guter. Und jetzt. Gib den Stein her! Gib ihn her! Wing! Er will noch nicht. Gut. Schön. Wenn ich mal dabei bin. Bang, bang! 66 EP bekommen. Von allen Kämpfen, die wir bis jetzt hatten, in dem zweiten Kapitel, ist der hier wirklich easy peasy lemon squeezy. Gib mir mehr Geld, mein Guter. So ein Autsch. Ja, sollte die drei Gegner nicht trotzdem nicht unterschätzen. Boing, boing. So, würde man sagen. Ich würde sagen, ein Abwehrschleier für Ophelia. Nur just in case. Dann ein bisschen FP. Bang, bang. Und dann gibt's nochmal Geldregen. Hat jemand Geld bestellt? Ich darf eins nicht vergessen. Stehlern, wenn ich schon dabei bin. Koppel anringe Pflaumen. Ja, nehme ich. Oder mal nachsetzen, dass es schön war. Was ich wirklich schade finde, dass man nicht wirklich gute Sachen jetzt spielen kann. Die kommen erst ganz, ganz spät, wenn überhaupt. Na, was wollen wir machen? Außer die Gegner wegklatzen. Blitzschlag. Tja, das wurde reflektiert. Dreimal. Eins, zwei, drei. Und das hängt auch von ab, welches Element er angreift. Wenn jetzt die Schwäche hätte zum Blitz, würde er seine Schildpunkte wegnehmen. Ziemlich coole Sache. So, Cyrus, zauber mal ein bisschen. Ein bisschen meine ich, wie du kannst. Autsch. Ein bisschen FP sparen hier. Boing. Hallo, ein bisschen. Ah, whoops. Ah, hier kommt schon abschönende Musik. Leider kann ich jetzt nicht mehr FP stehlen, weil das kostet FP nämlich. Man kann nicht alles haben. Oh, Windwinde! Ah, macht die Erweiterung. Boah, das ist fein. Boing! Rakete! Auf Ferion. Ja, super. Egal. Ja, bündel du nur. Bündle, wie du noch nie gebündelt hast. Denn du wirst deinen Angriff, glaube ich, nicht durchführen. So schnell bist du nicht. Warte, 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 warte. Eine Runde warte ich. So viel Zeit muss sein. Und jetzt, ab geht's. So, das war leicht. Also wenn ihr einen leichten Kampf haben wollt am Anfang, nehmt diese Strecke hier. Selbst auf niedrigen Level ist das leicht. Entschuldigung. Ich frage mich gerade, hat Fern ihn umgebracht oder einfach nur K.O. gehauen?
Weil so wie Theron hier redet, könnte man wirklich meinen, er hat den Kopf kürzer gemacht. Ja, du hast wahrscheinlich nie was erfahren. ボルダーホールの踊りとしよう。イースコードの言いなりというのも気に食わんが。戻った。テリオンさん、よくご無事で。 こいつが石流石だな。確かに石流石で間違いございません。Was habt ihr erwartet? 本当になんとお礼を言ったらよいか。お嬢様、テリオンは約束通りに取り戻してきただけです。それに 戻ってきたのは石流石のみ。まず。ですがヒースコート、腕輪は外してあげてもよいのでは。余計な気遣いはやめてくれ。そんなつもりは。それにこの腕輪が外れれば俺が逃げ出すとは思わないの。 物事を途中で投げ出すような方にテリオンさんは見えません。これだから苦労知らずのお嬢様は人を簡単に信じすぎだ。よく覚えておけ。どれだけ信じようと人は裏切る。 切られてから泣いても遅いんだ。それはお嬢様、そこまでです。テリオンの言う通り、腕はまだ外すべきではありません。 わかりました。それで次の流石はどこにある？探りを入れておりましたが、ウェルスプリングにあるようです。ウェルスプリングか。確かあの町では闇市が開かれていますからね。 闇市のことを知っている裏稼業に関わるやつしか知らないやつだ。やはりこいつはただ者ではない。その闇市で緑流石らしき宝石が出品されている、そういう連絡がありました。分かった、すぐにでも取り戻してこよう。 お願いいたします、テリオンさん。見送りなら結構だ。あんたたちと馴れ合う趣味はない。ですが、言ってしまわれましたね。良いのです、お嬢様。彼にも矜持というものがございます。 矜持ですか。人から後ろ指を刺されようが、盗賊は盗みの技で生きるもの。その腕には誇りも自信も宿ります。しかし私たちは彼を陥れた。そんな相手からの同情と気遣いは侮りと感じるのですよ。
そう感じるほどの矜持がなければ、この役目にはふさわしくないのです。そうなのですか。誇り高い方なのですね。お嬢様。いえ、その、あの方が見せる寂しそうなお顔が気になって。 Now that was deep. Und so setzt Fährenreise fort. Sein nächstes Ziel, der Smaragd-Drachenstein. Also macht er sich in die Stadt Quellborn im Sonnenland auf und so der Brutstätte der Niederdracht, die ihn dort erwartet. Was cool ist, man ist jetzt hier direkt im Felsfall. Und Reisegeplänkel, nicht vergessen. Das ist also ein Drachenstein. Er ist wunderschön. Hätte ich gedacht, dass ihr religiösen Typen viel auf Edelsteine gibt. Der materielle Wert interessiert mich nicht, wenn ihr das meint. Ich spüre eine eigenartige Macht in diesen Steinen. Das muss ich so stehen lassen. Auf dieses Gebiet kenne ich mich nicht aus. Auf jeden Fall ist es nicht schlecht, wenn jemand wie ihr sich für schöne Edelsteine interessiert. Aus welchem Grund auch immer. Was meint ihr denn damit? Ich meine, die meisten Mädchen eures Alters tragen doch gerne Brosche und Armreife, oder? Wenn ihr mich fragt, gibt es keinen besseren Platz für Edelsteine als das Handgelenk einer hübschen Dame, wie ihr es eine seid. Also Ferion, ne? Also, ihr wollt mich wohl aufziehen, was? Ich denke, dass dieses Gespräch ist jetzt vorbei. That was quick. Gut. Ich würde sagen, ich mache mal kurz eine Schnellreise. Es geht wieder... Obwohl, von wo aus geht's denn diesmal? Ich weiß, hier oben in Stillschnee, das war nicht leicht zu erreichen. Das war sogar ziemlich knifflig. Und wenn ihr fragt, was nächste Kapitel ist von Ferion, hier unten, im Süden. Ja, ich dachte, dieser Ort ist schon früher verfügbar, aber okay, verfügbar schon. Oder früher in der Story, aber nein, erst später. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen von Sparky aus nach Victor School. Da gibt's für Ulbrich was zu tun. Jetzt muss ich ja nochmal nachdenken, wie kam ich nach Stillschnee? Fällt mir jetzt instant nicht ein. Ich werde es schon wieder rausfinden. Spätestens, wenn ich dort unterwegs bin.